Hallo zusammen. Epic hat in der neuen Season von Fortnite Bots mit eingebaut, um es Gelegenheitsspielern, Anfängern und Leuten, die nicht so gut sind, es etwas einfacher zu machen, Kills hinzubekommen. Das will ich jetzt mal ausprobieren und testen, wie ich im Spiel Bots erkennen kann. Beziehungsweise wie ich erkennen kann, ob mich ein menschlicher Gegner oder ein künstlicher Gegner getötet hat. Soviel ich weiß, können Bots weder komplexe Strukturen bauen, das heißt, die können sich nicht eintörteln, keine Lines etc. bauen, noch können sie Fahrzeuge lenken. Das kann sich eventuell aber im Laufe der Season noch ändern. Dann könnt ihr auch nicht in Duos oder Squad in Random Teams mit Bots gelost werden. Das geht also auch nicht. Und was auch nicht geht, ist, wenn ihr von einem Bot gekillt werdet, dass ihr den Bot verfolgen könnt. Also ihr könnt dann nicht in diesen Spectacular-Modus wechseln, um zu schauen, was der Gegner noch so alles macht. Also das sind so die hauptsächlichen Dinge, woran man Bots erkennen kann. Und nochmal ein Selbstexperiment. Ich spiele jetzt einmal relativ normal. Ich werde die Show verteidigen, aber eventuell nicht so, wie man es tut, weil ich wissen möchte, wie Bots reagieren. Und dann habe ich so den Eindruck, dass Bots ganz oft diesen neuen Fischer-Skin spielen. Es kann natürlich auch sein, dass es auch andere Skins sind. Ich werde versuchen, in dieser Mission einige Herausforderungen mitzunehmen, sofern es denn geht. Aus dem Moment lande ich da vorne zu Cranny, um ja, da muss man landen und ich glaube Truhen liegen muss man auch noch. Und es ist wohl so, je besser ihr werdet, desto weniger Bots tauchen in den nächsten Spielen dann auf. Falls ihr das nicht möchtet, also nur gegen menschliche Gegner spielen wollt, dann könnt ihr die Arena-Modi spielen, denn dort tauchen bis jetzt definitiv keine Bots auf. Auch gibt es keine Bots in Kreativmodus oder Spielwiese. Aber mal gucken, ob das ein echter ist. Das ist auch ein nettes Gimmick, die Slurp-Fässer zerhauen zu können, um dann Schutz zu bekommen. Fällt mir ganz gut. Arbeiten. Denn ich habe so zwischendurch den Eindruck, dass auf manchen Stellen der Map die Grafik dann doch ein bisschen leckt. An meinem Rechner liegt es definitiv nicht. Und es gibt auch, wie gesagt, Spiele, die kann ich komplett flüssig durchspielen. Ah, ist ein Gegner. Denn ich greife ihn an, treffe ihn nicht richtig und er fängt an, die Tür abzuschließen. Das wird wahrscheinlich auch ein Bot gewesen sein, wobei ich mir da nicht sicher bin, denn es gibt eine Herausforderung für heute oder für die aktuelle Woche, die besagt, dass man 10 Meter geduckt. Nein.
Ja doch, 10 Meter geduckt, in 20 Meter Abstand von einem Gegner sich fortbewegen soll. Das könnte also auch echt der Gegner gewesen sein. Ich tippe das, auf, dass auch ein Bomber war. Dafür hat er sich ja gar nicht verteidigt. Das Gelbe da gerade im Hintergrund war übrigens eine Werkbank, auf dem man oder auf der man seine Waffe hätte verbessern können. Das werde ich auch mal ausprobieren, aber nicht heute. Ja, so ein bisschen wie Far Cry, wo man seine Waffen pimpen kann, wenn man entsprechend Materialien und Zubehör gefarmt hat. Ja, ich bin jetzt von oben nicht runtergesprungen, weil ich mir nicht sicher bin, ab wann es in dieser Season Fallschaden gibt. Und runterbauen wollte ich mich jetzt auch nicht. Also ich versuche in dieser Runde so wenig wie möglich zu bauen, um Gegner, seien es menschliche oder KIs, auf mich aufmerksam zu machen. Und ich habe oft den Eindruck, dass KIs einem ganz oft entgegenkommen auf, ja, sagen wir, zu offensichtlichen oder zu ungeschützten Plätzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass mir jetzt gleich auf der Brücke eine KI entgegenkommt. Ja, kommt's auch schon. Ich habe jetzt daneben geschossen und dieser Gegner hat sich überhaupt nicht gewehrt. Also entweder war es ein blutiger Anfänger, aber selbst der hätte geschossen, oder eine KI. Deshalb tippe ich eher mal auf KI. Schon jemand. Das sieht auch nach KI aus. Das ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass Moonkisten geöffnet, aber nicht gelootet sind. Das ist auch ganz gut gemacht. Eine Strohpuppe vor einer Truhe. Sah von Weitem aus wie ein Gegner. Und dann die ominösen Teddys, wie in den letzten Seasons auch schon, sitzen überall in der Landschaft. So, 33 Gegner noch. Bei 3 Kills. Kills, also bin ich mir ziemlich sicher, KIs waren. Ist auch ein nettes Gimmick, dass man jetzt kraulen und tauchen kann. Dann gefällt mir auch gut diese unterschiedlichen Wetter- und Lichtbedingungen. Sehr gut gemacht. Das hat sich gelohnt.
als Fortnite 40 Stunden offline war. Ich höre Steps. Komm mal gucken, was das ist. Das sieht echt aus. Ein menschlicher Gegner. Ich verstecke mich jetzt einfach mal und guck mal, was passiert. So, der ist echt. Den er baut. Und ich kann ihm zugucken. So, einen kleinen Versuch noch. So, weiter geht's. Nächster Versuch. In dieser Runde werde ich mich jetzt mal ein bisschen, wenn es mal trottelig anstellen. Versuchen, den erstbesten Gegner nicht zu treffen. Und mal gucken, ob dass jetzt gleich ein Bot ist, der mich dann eventuell tötet. Oder ein echter Gegner. Ich lande jetzt in Salty, da die Herausforderung ja sagt, man soll dort landen. Dann habe ich das wenigstens schon mal geschafft. Falls ich jetzt wieder von einem echten Gegner getötet werde, spiele ich aber keine neue Runde. Das werde ich vielleicht durch Zufall mal hinbekommen, dass ich von einem Bot erwischt werde. Hinter mir auch jemand. Mal schauen, vielleicht landet er ja auch zufällig zu heute. Schatten sehe ich keinen. Na, kommt, glaube ich, am gleichen Haus runter wie ich. Aber schnelle Waffe will ich doch haben. Dann stelle ich mich da mal ins Eck und schieße hier wohin. Der Gegner, ich kann ihn beobachten und ich sage Tschüss.